sollen trotzdem die Klasse wechseln. Hetzer. Der Hetzer. Oh, der Hetzer ist ein bisschen schneller. Hat er seine Submachine-Gun dabei? Sollte eigentlich abgehen. Egal, nur noch ein paar Sekunden. Auf meine Schicke gemacht. Oh, den Molotow! Molotow gefällig? Sie haben das Flugdepot. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Schickes Teil, Angriffskill. Scouts bereit. Okay. Ah, okay, UAV. Bin? Boah, ich wusste, hier lag was. Boah. Das realisiert man so spät. Dein Team hat verloren. Suche nach Daten. Oh, da bin ja ich. Erster aus meinem Team. Runter. Und jetzt stillhalten. Boah, das ist ja... Boah, das ist ja... Hey! Oh! Oh yeah! Guter Schlag. Was für Pisser! Das kriegt ihr wieder. Alter. Wunderbar. Geil. Einfach nur geil. Macht mir richtig Spaß, fühlt sich aber komplett anders an. Wie ich gerade gesagt habe, man spürt die Schüsse nicht, wie man einen trifft. Man sieht es halt nur. Und in Call of Duty oder Battlefield hatte man immer so einen Sound, da wo man immer so dieses Pock, Pock, Pock. Ich glaube, die meisten unter euch müssen eigentlich wissen, was ich meine. Das fehlt dir so ein bisschen. Aber es macht Spaß. Ein bisschen mehr teamorientiert. Ein Decoder. Was können wir da machen? Komm beim Dekodieren. Dekodieren da an, Waffenmods freizuschalten, okay. CD, USB-Stick, DVD. Hä? Festplatte. 8 Stunden. Wir haben eine CD verfügbar. Es wird dekodiert. Das dauert wirklich 10 Minuten. Wow. Geschenke haben wir auch. 22 Kills, 13 Tode. Ganz okay fürs erste Mal. Jetzt haben wir den Dschungel. Mein Setup, Profil, Bewaffnung, sage ich ja. Wir können unsere Waffen komplett anpassen, was ich auch gleich mal machen werde. Cool. Ist eigentlich Bombe. Bei der Grafik. Solche Massenschlachten im Dschungel? Schon nicht schlecht. Dürstet nach Blut. Schießt, um zu töten. Team Deathmatch im Dschungel. Dann hört her, ihr Ficker. Das ist leicht. Töten. Ihr und euer Team müsst mehr von denen töten, als die von uns. Simpelste Kriegsmathematik, richtig? Der Balken oben auf dem Bildschirm zeigt an, wie der Kampf läuft. Bloß nicht verkacken. Knüpft ihr einen Gegner aus, bekommt euer Team einen Punkt und der Balken bewegt sich in eure Richtung. Lasst eure Leute bloß nicht wie so eine Dreckshöhle hängen. Rettet die Hurensöhne. Jede Wiederbelebung zieht dem Feind einen Punkt ab. Los, erledigt das. Alles klar. Los geht's. Wir haben was gehört. Nehmen wir den Schützen. Mit RPG als Second Weapon. Boah, LMG. Bisschen langsamer, träge natürlich. Dann wollen wir mal gucken. Boah, die Maps sind super designt. Sehr eng, sehr verwinkelt. Gefällt. Ich mag die Kommentare. Oder vielmehr die Tutorials, die was in uns hat. Kein mal so übel. Oh. Was war das denn jetzt schon wieder? Ah, der Creep da unten rum. Wenn ich so sterbe, denke ich meistens, oh, lag delay. Naja, diesmal saß er da, glaube ich, unten im Ohr. Einfach nur so rum. Okay, ein Kampfschrei. Schlafen könnt ihr, wenn ihr tot seid! Okay, können wir den Gegner verspotten? Jetzt haben wir es nicht mehr verfügbar. Würde mal gerne wissen, was es bringt. Ich habe keine Granaten zur Verfügung, dafür bei einer RPG wahrscheinlich. Schicke Sniper-Position, die Map ist ja gigantisch. Oh, ist der am Legen. Egal, ich hab ihn. Ziplines haben wir ja auch. Wow! Boah, das ist ja derbe am Legen, das ist dumm. Das ist richtig dumm. Da kann ich gar nichts gegen machen. Schade. Ja, müssen wir erstmal damit zurechtkommen. Ich hoffe, das wird gepatcht. Ich denke aber, dass es nicht sehr so viel mit dem Spiel selber zu tun hat, sondern mehr mit den Verbindungen der Spieler. Wow, habt ihr gerade gesehen? Ist er wieder verschwunden?
eine AP. Packen wir mal die RPG aus. Jawohl! Okay, wenigstens machen wir die paar Kills. Ärgerlich, dass es so laggt, aber... Okay, was wollen wir machen? Lade neu! Die werden untergehen! Ah, der Kampfschrei gibt uns mehr... Leben. Das ist cool. Hier in der Ecke war einer. Ganz da hinten. Den sollte ich aber nicht hinterherjagen. Okay, wir sind auch gar nicht so viele, was ziemlich scheiße eigentlich ist. Die Map müsste eigentlich gerappelt voll sein. Oh, hier sind viele. Hier vorne sind viele. Nicht auf der Map, aber hier vorne. Gucken wir mal. Hier ist eine Zipline. Da können wir runter. Irgendwer hier drunter. Okay, im letzten Augenblick. Warum auch immer das so lange gedauert hat. Oh, ich muss das Ding nachladen. Ich habe gar keine Munition mehr. Okay, nur einen Schuss. Ich kann keinen Kampfschrei ausstoßen. Warum sagt er mir das dann? Okay, er hat zuerst geschossen. Ich klammere mich an meinem Leben. Ja, Leben kriegt ihr mich nie. Naja, hier sehe ich keiner, wir können sterben. Tot. Oh, hallo. Das erinnert mich irgendwie an Uncharted, irgendwie so ein bisschen. Einen Bogen gibt's auch, fuck yeah. Gut, bei dem Lag und Delay zu treffen, bei der Verzögerung hier, das kann man knicken. Ja. Au. Oh, nein, ich bin von hinten. Nein. Oh, Mann. Wunderbar. Da läuft einer rum. Oh! Hä? Darf ich doch... Ja, das ist es am Laggen. Ich habe da hochgeguckt und... Obwohl, hat er mich von hinten gekillt? Ich glaube, ja. Das sah irgendwie gerade so gleich aus, deshalb habe ich mich gewundert. Oh. Wo kam der her? Steh auf! Ja, voll! Den Kill kriegt ihr nicht! Ah, von der Seite, komm, ey. Von hinten! Warum kommen die mal von hinten? Was mögen die hier irgendwie in dem Spiel? Respawn in 1, 2. Überlebensinstinkte. Jetzt kann man wieder schön durch die Wand gucken. Ziemlich hilfreich. Ja, man merkt es wahrscheinlich schon. Der Multiplayer-Modus zu Far Cry 3 ist eine nette Dreingabe, mehr nicht. Hauptaugenmerk liegt natürlich auf der Story. Die ich übrigens schon durch habe, falls ihr es nicht wisst und neu zu meinem Channel vielleicht gefunden habt. Alle Videos natürlich in meinem Kanal. Nur die Nebenmission muss ich nur machen, ein paar. Die wirklich auch sehr viel Spaß machen. Toll, jetzt ist hier irgendwie keine Sau. Die meisten sind schon rausgegangen, weil es so am Laggen ist. Oh. Ja, da haben wir gepennt. Ich sollte mal die Klasse wechseln. Ist zwar alles ganz nett, aber... Oh, ich sehe gerade, dass wir hier noch Sprengstoff dabei hatten. Ah, hier kriegen wir Gesundheit dazu, ich sehe gerade. Wir können aber nicht gucken, was die genau machen. Ich nehme nochmal die Waffe. Da haben wir eine nette Zweitwaffe auch dabei, sehe ich gerade. Einen Granatenwerfer. Zwar nur mit zwei Schüssen, aber hey. Boah, der hat gesessen. Level 2. Also bisher gefällt mir der Multiplayer-Modus. Fühlt sich definitiv anders an, macht aber eine Menge Spaß. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Lags und Delays nicht hier so wären und mehr Leute auf der Map wären, dann würde er ganz schön abgehen. Ja, wenigstens haben wir einen mitgenommen. Beleb mich wieder! Ich klammer mich an meinem Leben. Komm schon! Nein, bringt nichts. Bevor der da rumläuft. Mag die Waffe irgendwie, die SMG hier, die ist cool. Gefällt mir sehr gut. Wow! Du entkommst mir nicht! Oh, vielleicht doch, aber lass mich leben.
Ich heile mich! Gib mir Deckung! Wie viel Heilung hat man eigentlich über? Nur eine? Mit dem Heilen ist sehr interessant. Boah. Werf einen Molotow! Ich lade nach! Keine Chance. Geh lieber auf Nummer sicher. Wow! Verreckt ist er. Ich hab noch Munition! Hat ja eine interessante Waffe dabei, nehmen wir mit. Oh, Schiff, oh, toll von hinten. Sehr klasse. Ja, der spielt schon ein bisschen länger, der hat was freigespielt, definitiv. MP5, cool. Ja, nach dem Match will ich mal gucken, ob ich, dass ich hier, meine Klassen mal richtig schön anpasse und fertig mache. Keiner hier? Jetzt habe ich so eine nette Position. Wo ich eigentlich relativ offen bin. Ach komm, ey, da habe ich auch gerade hingeguckt, aber keine Sau. STG-90. Wir waren so einer Zipline runterrutschen. Gegnerische Team führt auch wieder. Scheiße. Ich verrecke aber auch ziemlich oft. Ja, die SMGs. Auf Distanz halt kacke. Im Nahkampf top. Wow. Lass mal hoch. Wir haben noch einen. Oh. Das ging ja schnell. Boah, ich muss mich definitiv noch an das Spiel gewöhnen. Das ist wirklich eine komische Sache. Kommt raus, dort. Okay, wir sollten die Waffen wechseln. Obwohl, bleiben wir noch dabei. Ich schieße einfach mit dem Granatenwerfer hier so. Bock. Ist der... Oh. Ah. Keine Chance, ey. Jetzt wechsle ich die Waffe. Nervt gerade ein bisschen. Die kommen aus allen Ecken. Anfang lief's doch. Gut gemacht. Kill die Sau. Kann ich gar nicht hinrichten, glaube ich. Deswegen Gears of War einfach mal so plötsch. Oh! Ja, man ist super schnell tot. Mindestens habe ich einen Kill noch hinbekommen. War auch noch ein Headshot, den ich kassiert habe. Fuck. Ach, ärgerlich, dass so wenig Leute auf der Map sind. Jawohl. Hat mich null gesehen. Jawohl, Oculus ist egal. Level 5. Jawohl! Oh mein Gott, ich dachte, ich streue so heftig, dass ich den nicht mehr treffe. Ay, shit. Mich ausräuchern. Granate für euch, Ärsche! Wo ist die Sau tot? Scheint wohl so. Ich schwöre, ich habe da gerade einen gesehen. Sag ich doch. Sollte eigentlich nicht meine Position verlassen, aber fuck it. Ja, voll. Muss laden. Endlich sind wir wieder dabei. Die Rebellen haben ein paar Späher losgeschickt. Das ist nicht gut. Nein! Oh! Komm, ey. Ich dachte, er ist vor mir, nicht neben mir. Das Radar hat mich reingelegt. Trotz des Schalldämpfers wird man, glaube ich, auf der Minimap gesehen. Was ein bisschen komisch ist, aber okay. Klar überlebt er. Lade nach! Oh, bitte jetzt nicht draufgehen. Oh, ich hab den erwischt. Nice. Double Kill! Wow. Geht doch. MP5 freigeschaltet. Geht echt die Action ab. Sorry fürs Blocken. Keiner mehr hier, keiner mehr hier. Hab dich! Oh, es ist okay. Halb so wild. Kommt aber auch keine. Boah. Nein! Egal, die Granate habe ich nur geworfen. Treffe ich ihn? Ah, scheint weggelaufen zu sein. Vielleicht kann mich einer wiederbeleben. Gucken wir mal. Na? Na? Er hat's. Ja! Nein, da kam einer rein. Okay. Jetzt kann man nichts mehr machen.